Leute, wir sind zurück zum letzten Part von Super Mario Sunshine. Im letzten Part haben wir die letzten Shine Sprites geholt. Der Part ging ein bisschen länger. Wir gehen jetzt sofort in den Berg. Wir werden den Berg nochmal machen. An einer bestimmten Stelle gebe ich mein Fazit ab und ab dann beende ich den Part dann. Weil ich dann nur noch euch den Kram ranschneiden muss. Das heißt, es wird sehr kurz. Wir gehen in den Berg. Let's go. Und es gibt noch ein Secret am Ende. Seid gespannt. Gehen wir in den Vulkan. Machen ihn nochmal. Und diesmal legit, also ohne, dass wir die blauen Münzen hardcore sammeln müssen oder so einen Scheiß. Wir werden einfach durchlatschen. Na! Natürlich sterbe ich nochmal. Wer hätte das nur erwartet? Eigentlich man muss leider vorher die Düse wechseln. Ups. So, los geht's. Zum Glück kriegen wir das Leben jetzt wieder. Dann einmal hier hin. Sehr gut. Und rüber. So, nochmal rüber. Und das Feuer einmal löschen. Chillig. Und rüber. Sehr gut. Damit holen wir uns aber noch ein Extra-Leben. Das letzte Extra-Leben im Part. Dann wollen wir mal. Oh, Kacke, Alter. Na! Das war so knapp, Alter. Oh, shit. Ich glaube, ich habe es gerade verschissen, oder? Weil ich krieg das Boot gerade nicht mehr in die richtige Richtung gedreht. So, komm. Sehr gut. Okay, wir haben es geschafft. Wir können rüber. Und das Boot wird sinken, oder? Yes. Und tschüss. Gut, dann gehen wir noch die Wolken hoch. Da gibt es übrigens doch noch ein Leben. Ich habe es vergessen. Dann einmal hoch. So, bis zu einer bestimmten Wolke ab. Da gebe ich dann mein Fazit ab. So, ich will das Leben mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Nein! Einmal eine... Macht immer eine Stampfattacke, weil dann verliert ihr kein Leben, wenn euch das hier nicht glückt. Vorsicht. Perfekt. So, einmal hier. Das ist die Wolke, wo wir ran wollen. Da gebe ich mein Fazit ab. So, perfekt. Leute, hier werde ich mein Fazit abgeben. Super Mario Sunshine. Finde ich, ist ein grandioses Spiel. Ist super anstrengend, manche Level. Die blauen Münzen sind absolut furchtbar. Ich hasse alles daran. Was ich schade finde, ist, dass man die 100 Münzen nur in bestimmten Kapiteln der Level finden kann. Ihr könnt also nicht jetzt sagen, wie ihr macht Kapitel 1 und könnt da die 100 Münzen machen. Das funktioniert leider nicht in manchen Fällen. Manchmal habt ihr Pech und dann müsst ihr ein bestimmtes Kapitel machen, damit ihr die 100 Münzen überhaupt sammeln könnt. Zum Soundtrack gibt es nicht viel zu sagen. Der dudelt halt vor sich hin, der ist okay, ist nichts Besonderes. Gameplay-mäßig ist das Spiel eher Mario ungewohnt sehr, ich würde sagen, zu Mario-Verhältnissen sehr hölzern. Mario reagiert manchmal ganz merkwürdig, gerade mit dem Dreck weg. Und das ist an manchen Stellen halt sehr schwierig. Ja, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Ihr müsst das Spiel selber spielen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was so komisch an der Steuerung ist. Auf jeden Fall fühlt sich die Steuerung nicht so on point an wie in anderen Mario-Spielen. Das Feature mit dem Dreck weg finde ich ganz nice und dem Saubermachen der Insel und sowas.
Auch die Story dahinter finde ich ganz cool. Das war was anderes, dass Mario auf einmal hinter Gittern saß und wir dazu verdonnert wurden, die Insel sauber zu machen. So wie sei dazu gesagt. Ja, zu den Leveln. Die Level sind okay. Machen Spaß. Manche Kapitel sind schwieriger als andere. Pinball-Level zum Beispiel, sag ich mal so. Die Secret-Level, das Pinball-Level war absolut furchtbar. Ich hasse alles daran. Aber alle anderen Level gingen halt so. Die waren halt nicht so schwer. Und ja, gibt nur 120 Shine-Sprites, nicht wie in Galaxy 240 oder sowas. Deswegen sind wir jetzt auch schon fertig. Ich gehe jetzt aber mit euch zum Bosskampf. Wie gesagt, ich schneide euch hier den Bosskampf ran, den ich beim ersten Mal gemacht habe. Plus das normale Ende und das kleine Secret, was ihr bekommt, wenn ihr alle 120 Shine-Sprites habt. Ja, das heißt, ich, der Zukunftstrain, der das jetzt aufgenommen hat nach dem ersten Bosskampf, wünsche euch viel Spaß. Und ja, falls ich es nicht den Credits oder sowas gesagt habe zum Ende hin, hoffentlich sehe ich euch im nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis dann. The water is great, hey Junior? Sure is, Papa. Come on in, Mama Peach. I think not. Mario! You again? Don't you ever give up? Mario! How dare you disturb my family vacation? Leute, hier sind wir. Der letzte Bosskampf. Mein Fazit habt ihr schon gehört vorhin. Das nehme ich jetzt natürlich auf nach einem bestimmten Part. Deswegen wundert euch da nicht. Und los geht's! So, der Bosskampf gegen Bowser, der ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wenn ich mich nicht irre. So, oh, Kacke. Nice. Nein, ouch. Oh, hier sind Kugelwillis. Los geht's! Boom! So, weiter. Zwei noch, dann haben wir den Bosskampf geschafft. Wie gesagt, der ist super easy eigentlich. Außer man macht das so wie ich. Da, au! Und runter mit uns! Boom! Oh nein! Oh, das war knapp. So, los! Oh, oh. Ich habe keinen Bock nochmal Schaden zu kassieren. So, lieber dann laufen. Jetzt kommen wieder die nächsten Kugelwillis. Und zack. Geschafft. Thank you.
Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Leute, ich entlasse euch hiermit in die Credits. Und ja, ihr seht auch das kleine Extra, was wir kriegen, wenn wir die 100% machen. Das ist alle Shine Sprites. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Like das Video, abonniert den Kanal für mehr Mario-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Thank you.